Sony Computer Entertainment präsentiert. Santa Monica Studio. Bluepoint Games. Und damit, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Und zwar zu Let's Play God of War. Und zwar nicht den bald erscheinenden für PS4, der genauso heißen wird, sondern den 2005 erschienenen PS2-Ableger, der auf der PS3 ein HD-Upgrade bekommen hat. Und wir spielen es auf der PS4. Warum, wieso, weshalb, wie das überhaupt geht, erkläre ich euch gleich. Vorher muss ich noch ein paar andere Sachen erklären. Dafür starten wir aber erstmal das Spiel auf Normal. Verlassen von den Göttern des Olymp. Alle Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn. Doch es war nicht immer so gewesen. 3 Wochen davor. Einst war Kratos ein Günstling der Götter. Das Ägäische Meer. Teufelswesen, ich schicke euch zurück in die Tiefen des Hades! Und da hat uns eine der epischsten deutschen Synchronisationen aller Zeiten begrüßt. Kratos' deutsche Stimme ist für meiner Meinung nach eine der besten Synchronisationen aller Zeiten in Videogames. Es gibt einige schlechte in diesem Spiel, wie ich schon erfahren durfte, aber Kratos ist einfach der Oberhammer. Warum ich das bereits erfahren durfte? Eigentlich ist das Ganze ja ein Blind Let's Play. Ich habe nie zuvor einen God of War Teil gespielt, außer die, die ich bereits Let's Played habe, und die waren ja auch blind, nämlich Ascension und Chains of Olympus. Leider habe ich bereits einmal die ersten paar Stunden sogar dieses Spiels heute aufgenommen und durfte dann eben schön feststellen, dass der In-Game-Sound so krass laut ist, dass man meine Stimme überhaupt gar nicht versteht. Wie konnte das passieren? Ich habe in letzter Zeit ja ein neues Aufnahmeprogramm getestet. Das heißt, getestet, ja öfter mal benutzt. Leider ist mein Problem ja, mein PC hat ja leider seit einiger Zeit schon Probleme, dass er bei einigen Programmen und auch bei einigen Spielen sehr, sehr häufig abstürzt. Und bei dem Aufnahmeprogramm war das leider auch so. Das Aufnahmeprogramm hat den Vorteil, dass ich da eine getrennte Audiospuren habe. Das heißt, die Audiospur von mir und die vom Ingame-Sound sind getrennt. Das heißt, ich kann nachträglich nachjustieren, falls das eine zu laut oder zu leise sein sollte. Deswegen bin ich es absolut gar nicht mehr gewohnt gewesen, dass ich vorher Testaufnahmen machen muss. Hab's deswegen hier natürlich auch versäumt und natürlich war es prompt viel zu laut. Deswegen darf ich das jetzt alles nochmal spielen. Ich habe extra nachgeguckt, wie weit wir ungefähr waren. Wir haben wohl das erste Drittel des Spiels schon durchgehabt. Das heißt, das erste Drittel ist leider nicht mehr blind. Aber, naja, was soll's. Jetzt kommen wir dazu, wie es denn möglich ist, das Ganze hier auf der PS4 zu spielen. Und zwar gibt es einen neuen Service, den es bereits seit circa Release der PS4 in den USA gab. Und der jetzt mittlerweile auch nach Europa gekommen ist, nämlich PS Now schimpft die das Ganze. Ich habe einen Beta-Zugriff bekommen, das heißt, ich darf jetzt 7 Tage kostenlos das Ganze hier antesten. Und dort gibt es einige PS3-Spiele, sogar sehr viele PS3-Spiele mittlerweile. Und einige PS4-Spiele auch mittlerweile schon, die man dort spielen kann. Das Ganze wird dann später nach der Beta ein kostenpflichtiger Abo-Service. Aktuell ist es ein kostenloses, ja, 7-Tage-Testprogramm, wie gesagt, für Beta-Tester. Und dort gibt es, wie gesagt, eine ganze große Anzahl an Spielen, die man spielen kann, und eben darunter auch PS3-Spiele. Der große Vorteil, der ganz, ganz große Vorteil daran ist, es verbraucht keinen Festplattenspeicher. Ich stelle mich gerade richtig dämlich an. So, ausweichen. Es verbraucht keinen Festplattenspeicher, diese Spiele zu spielen, denn es wird gestreamt. Ja, es wird quasi fast keine Daten auf deiner Festplatte abgespeichert, denn es wird einfach das komplette Spiel über einen Service auf eure Konsole gestreamt, und das geht bei einigen Spielen. Ich habe es vor God of War mit einem PS4-Spiel getestet, und zwar mit Evolve, und musste da leider feststellen, dass es an einigen Stellen sehr starke grafische Einbußen hatte.
und auch eine sehr große Verzögerung da drin, weil das ist nämlich der große Nachteil daran, dass eben keine lokalen Daten oder fast keine lokalen Daten bei euch abgespeichert werden. Ihr habt ein Lag. Das habt ihr bei Streams zum Beispiel von Streamern eben auch, dass ein kleine Verzögerung hier unvermeidbar ist. Denn das Bild muss natürlich, es wird extern woanders gerechnet und das Bild muss natürlich übers Internet erstmal zu euch gesendet werden. Das heißt, wenn ihr eine schlechte Internetleitung habt, könnt ihr das Ganze eh vergessen. Und das gibt natürlich eine kleine Verzögerung. Je anstrengender, aufwendiger die Daten. Ja, fangen wir jetzt mal an. Ich kenne dich und deine Taten, Spartaner. Ich sterbe lieber, als von dir gerettet zu werden. Alles klar. Dann bleib halt hier. So, wie gesagt, das Ganze wird halt woanders, also es wird auf dem Server, läuft das ganze Spiel und das Bild wird euch zu gesendet. Es hat halt eine kleine Verzögerung automatisch mit drin. Das kann man halt nicht verhindern, das ist halt nicht, ja, nicht verhinderbar, sagen wir es mal so. Man kann es einfach nicht verhindern. Das Problem ist dann zusätzlich natürlich auch noch, das Bild wird zu euch leicht verzögert gesendet. Dann drückt ihr einen Knopf. Dieser Knopf wird natürlich erstmal übers Internet an den Server gesendet, auf dem das Spiel läuft. Dort wird dieser Knopfdruck verarbeitet und dann wiederum das verzögerte Bild zu euch geschickt, weshalb ihr quasi eine doppelte Verzögerung drin habt. Ich muss allerdings sagen, dass es bei Evolve, vielleicht war es auch bei Evolve und es liegt nicht grundsätzlich an PS4-Spielen, das kann ich nicht beurteilen, weil Evolve bislang der einzige Teil war, den ich hier das PS4-Spiel getestet habe. Bei diesem God of War hier merke ich die Verzögerung fast nicht und auch fast keine grafischen Einbußen, also eigentlich gar keine grafischen Einbußen. Da ich das Ganze eh hauptsächlich für PS3-Spiele nutzen würde, habe ich keine Nachteile und keine wirklichen Nachteile von, wie gesagt, der Input-Lag ist hier fast nicht zu bemerken, beziehungsweise habe ich mich zumindest ganz schnell daran gewöhnt, falls er vorhanden ist. Und grafische Einbußen habe ich auch so gut wie keine feststellen dürfen. Und dementsprechend finde ich es bislang ein sehr gelungenes Service. Falls ihr Fragen zu dem Ganzen habt, ich werde das Ganze hier wahrscheinlich erst etwas später hochladen, als ich es aufnehme. Dementsprechend, ja, kann ich vielleicht nicht direkt auf eure Fragen eingehen, aber trotzdem, falls ihr Fragen zum Service allgemein habt, könnt ihr mir die gerne stellen, falls ihr zum Beispiel keinen Zugriff auf diese Beta hattet oder es nicht mitgekriegt habt, euch nicht angemeldet habt, warum auch immer, kann ich euch gerne Fragen zu PS Now beantworten. In diesem Fall, also falls ich sie beantworten kann, tue ich es. In diesem Fall nutzen wir das Ganze hier einfach mal, da ich God of War eh schon seit Ewigkeiten Let's Playen wollte und einfach nicht dazu gekommen bin, weil ich halt keinen Bock hatte, wegen einem oder wegen zwei oder drei Spielen extra meine PS3 aufzubauen, die ich halt seitdem ich hier hingezogen bin und nicht ein einziges Mal aus einem Karton genommen habe, hatte ich da halt echt keinen Bock drauf und deswegen ist es dazu nie gekommen und jetzt wollte ich einfach mal die Chance nutzen, wenn wir schon 7 Tage getestet haben, nicht nur PS Now damit zu testen, sondern gleichzeitig auch noch eben die Chance zu nutzen, um PS3-Spiele zu Let's Playen, die ich eben noch schon längst Let's Playen wollte, aber einfach nicht dazu kam. Das heißt, ich werde, wenn ich zeitlich dazu komme in diesen 7 Tagen, vermutlich God of War 1, Ghost of Sparta 2 und 3 aufnehmen. Das Ganze natürlich nicht direkt hochladen, aber zumindest aufnehmen. Das Praktische ist, in PS Now ist nicht nur die PS3 HD-Version von God of War 3, sondern sogar die PS4 Remastered-Version von God of War mit inbegriffen. Das heißt, wir können uns dort sogar noch einen PS4-Titel, wenn ich so weit komme, natürlich nur über PS Now gemeinsam anschauen. Das ist sehr freudig. Wie gesagt, ich werde jetzt am Anfang hier ein bisschen rushen, da ich das erste Drittel des Spiels schon kenne und heute auch schon gesehen habe. Deswegen werdet ihr mich da hoffentlich nicht so sehr Ferien sehen, aber eben auch nicht so viel erkunden oder sonst irgendwas, denn ich habe, wie gesagt, alles schon einmal gesehen und muss jetzt nicht so viel rumrätseln. Wer God of War gar nicht kennt, empfehle ich natürlich erstmal meine Let's Plays, auch wenn sie schon sehr, sehr alt sind. Wann ist Ascension rausgekommen? 2012, glaube ich. Das habe ich ja zum Release Let's Played und kurz danach schon Chains of Olympus. Also die Spiele dazu, die Let's Plays dazu sind schon sehr alt. Aber das Spielprinzip ist dasselbe. Um euch, wer gar nichts mit God of War anfangen kann, die Reihenfolge, in der sie erschienen sind, die Teile, ist nicht gleichzeitig die Reihenfolge, in der sie auch chronologisch spielen. Chronologisch spielen wir, oder Let's Playen wir die Spiele tatsächlich in der richtigen Reihenfolge. Ascension ist der chronologisch erste Teil, aber der vom Erscheinungsdatum her neueste. Also es ist quasi ein Prequel zu allen anderen Teilen. Ghost of Sparta und Chains of Olympus sind beides ursprünglich PSP-Ableger gewesen.
Chains of Olympus spielt zwischen Ascension, also ist quasi eigentlich das Prequel gewesen, und vor God of War 1, deswegen auch ganz gut, dass wir das vorher Let's Played haben. Und Ghost of Sparta spielt zwischen God of War 1 und 2, ansonsten sind 1, 2 und 3 chronologisch auch richtig. Und der neueste PS4-Ableger, der wiederum nur God of War heißen wird. Wow. Okay, unser erster Tod. Ich glaube, ich bin sogar beim ersten Mal genau an derselben Stelle das erste Mal gestorben. Das ist toll. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, der neueste Teil wird auch chronologisch der neueste Teil sein. Alle bisher erschienenen Teile von God of War spielen in der griechischen Mythologie. Es hat also sehr viel mit griechischen Fabelwesen zu tun. Wir haben hier schon Harpien gesehen, die hier rumgeflogen sind. Oder diese Hydra, die uns hier die gesamte Zeit angreift. Ja, wenn man hier runterfällt, ist das kein Problem. Hier kann er sich noch festhalten, da vorne beim Felsen ist das kacke. Ja, die spielen alle in der griechischen Mythologie und da kommen sehr, sehr viele griechische Götter mit dazu. Zeus, Pois und Poseidon, ja. Dann Zeus und Poseidon, Athena, Aphrodite und Hades, was weiß ich, spielen alle eine Reihe hier. Und in diesem Spiel namensgebend der Kriegsgott, der Gott des Krieges, im Englischen God of War, der gute Ares. Um den geht es hier hauptsächlich im ersten Teil. Du bist es. Die Visionen waren real. Die Götter erschienen mir und sagten, es käme ein Held, der uns von der Hydra befreit. Aber du bist zu spät. Wir sitzen fest. Wo wir schon von teilweise schlechter deutscher Synchro sprachen. Alle Hoffnungen verloren, Spartaner. Ich finde die so schlecht. Aber man muss dazu sagen, natürlich in den Zwischensequenzen sieht man die Wunde im Intro damals nicht. HD remaked. Ja, speichern wir mal. Ja, das ist keine Ahnung warum, aber wurde das irgendwo nicht remaked. Die HD, also die Zwischensequenzen, die sind noch in alter PS2-Grafik. Der Rest ist in PS3-Grafik. Nicht unbedingt in PS3-Grafik, aber wie halt die ganzen HD-Collections so sind, geremastert. Und was ich ganz vergessen habe, wegen dem ganzen Neustarten, hier kann man seine Sachen hochleveln mit den roten Kügelchen, die man sammelt. Das sind Erfahrungspunkte. Die grünen Kügelchen sind natürlich Lebenspunkte. Und später gibt es noch Magie. Die kann man mit den blauen Kügelchen dann aufsammeln. Wir wollen in die Optionen und Vollbit anstellen. Keine Ahnung, warum das standardmäßig aus ist. Habe ich jetzt gerade irgendwie verpeilt. Tut mir leid. So. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt zum Glück am Anfang ein bisschen aus. Das heißt, wir können jetzt am Anfang auf jeden Fall etwas schneller durchrushen. Und ich hoffe, ich kriege das auch so hin. Diese Kiste hier kann nämlich leider von den Bogenschützen da vorne relativ leicht zerschossen werden. Deswegen sollten wir die schnell in Deckung bringen. Wäre nämlich sehr ärgerlich, wenn die hier vorne zerschossen wird, wie sie in meinen ersten beiden Versuchen auch ist. Also wie gesagt, eigentlich ist das ganze Ding komplett blind. Leider habe ich es halt etwas versaut. Tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, ich nehme trotzdem nicht ganz so die Stimmung raus, denn gerade die Musik in God of War und die absolut epische Stimme von Kratos und eben diese ganzen griechischen Mythologiewesen, die man alle aus den, was weiß ich, Werken und der griechischen Mythologie allgemein kennt, die ganzen Götter, die Minotauren, die Harpien, die Medusen, die Hydra und so weiter und so fort. Das macht eine unfassbar geile Atmosphäre, wie ich finde. Das ist die Tür zum Kapitänsquartier. Sie ist verschlossen. So wie es klingt, verstecken sich hier die Frauen vor dem Massaker. Es hört sich nicht so an, als wenn die sich verstecken. Es hört sich so an, als wenn die gefangen sind. Ja, wie gesagt, ich habe halt... Ich hoffe, ich nehme euch da nicht so ein bisschen die Stimmung, weil ich finde sie einfach absolut genial. Und, ach, wie gesagt, ich fand tatsächlich Ascension und Chains of Olympus auch ziemlich gut, auch wenn sie eigentlich die schlechtesten Teile sein sollen. Also, Ascension, Chains of Olympus und Ghost of Sparta, also die Nicht-Hauptteile, sollen tatsächlich deutlich schlechter sein als die drei Hauptteile. Und vor allem der dritte soll halt als erster und mit Ascension zusammen einziger richtiger PS3-Titel soll richtig stark sein. Also, God of War 3 allgemein, der auch bislang die Reihe zumindest abgeschlossen hat, das soll ein richtig, richtig starker Teil sein. Und dann ja auch als einziger mit einem PS4-Remaster und einer eigentlichen sogar PS3-Optik.
auch optisch der ansprechendste. Da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Und ja, wie gesagt, ich kam halt leider aufgrund der Problematiken, dass ich halt die PS3 gar nicht mehr aufgebaut habe und das Spiel ist halt ab 18, deswegen kam ich halt damals zur PS2-Zeit noch nicht dazu, dieses Spiel zu spielen. Habe ich damit halt leider nie Kontakt gehabt und kam halt leider auch nicht dazu, sie schon längst gespielt zu haben. Aber wie gesagt, PS Now bietet uns jetzt die Möglichkeit und die möchte ich einfach einmal nutzen. Ich besitze all diese Spiele natürlich auch in der PS3-Version, das heißt, falls aus irgendeinem Grund PS Now jetzt abgeschaltet werden sollte, früher als gedacht oder ich aus irgendeinem Grund dann doch nicht dazu komme, alle Spiele hier durchzulet's-playen. Ich habe alle PS3-Versionen dazu bereits gekauft und hatte auch eigentlich schon längst vor, sie wie gesagt zu let's-playen. Das heißt, dann habe ich zusätzlich die Motivation, wenn ich schon mal angefangen habe, sie aufzunehmen, sie dann auch fertig aufzunehmen. Also das Let's-Play wird so oder so beendet. Egal, was mit PS Now ist oder eben auch nicht. Also da sind wir nicht von abhängig. Das Einzige, wo wir ein bisschen abhängig von sind, ist die HD-Remastered-Version. Also die PS4-Remastered-Version von God of War 3. Da habe ich nur die originale PS3-Version. Das heißt, wenn wir da nicht mehr zu kommen, dann müssen wir uns halt mit der normalen PS3-Version begnügen. So. Wenn ich wirklich ganz, ganz, ganz krass drauf bin und alle God of War-Teile noch vor diesen 7 Tagen beendet haben sollte, dann werde ich wahrscheinlich sogar noch Heavy Rain aufnehmen, was ich auch schon seit Ewigkeiten aufnehmen wollte, aber auch dafür nicht extra die PS3 aufbauen wollte. Das ist nämlich auch mit drin. Fast alle PS3-Spiele, die ich so mir vorstellen könnte, sind hier mit drin. Sie haben ein Gorgonenauge erhalten. 5 mehr sammeln, um ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Jawohl, die sind überall versteckt. Genauso wie Phönixfedern, glaube ich. Mit denen kann man dann seine Magie dauerhaft erhöhen. Und hier bekommen wir auch unsere erste Magie. Und die bekommen wir von Göttern persönlich. Poseidon, mein Herr. Kratos, bevor du Athen erreichst, musst du eine Aufgabe erfüllen. Das Untier, diese Hydra, wütet schon zu lange in meinen Meeren. Groß sind deine Fähigkeiten, doch du wirst Hilfe brauchen. Du brauchst die Macht der Götter. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Vielen Dank, Poseidon. Poseidons Zorn erhalten. Nun, Kratos, die Götter sind mit dir. Geh im Namen des Olymps. Wählen Sie Poseidons Zorn mit der Rechtstaste und mit L2 den Angriff zu aktivieren. Wie auch immer. Nehmt das. Und das. Und das. Und der Rest von euch geht halt so drauf. Könntet ihr jetzt bitte drauf gehen? Das wäre voll nett. Ihr haltet mich hier gerade ein bisschen auf. Und somit kommen wir auch schon sogleich zu unserem ersten Bossfight, den ich, glaube ich, beim allerersten Mal, als ich gespielt habe, erst im zweiten Part bestreiten konnte. Den werden wir jetzt noch im ersten Part erledigen. Stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe den beim letzten Mal auch im ersten Part noch erledigt. Trotzdem sollten wir jetzt etwas schneller drauf oder durch sein, weshalb wir in diesem Part auf jeden Fall das komplette erste Tutorial-Kapitel hier auch beenden werden. Wieso sterben sie nicht? Es ist der Große! Er heilt über die anderen! Der Große! Götter, wir schaffen es nicht! Wir sind des Todes! Wir sind verloren! Das ist unser aller Ende! Der Kapitänsschlüssel. Und ich glaube, wir haben den Großen gesehen. Poseidon, rette mich! Poseidon ist nicht da. Dafür jemand, der in seinem Auftrag handelt. Der mag Hydren so gar nicht. Wie war das bei der Hydra? Schlage einen Kopf ab und es wachsen 2 nach. Irgendwie hat man das hier wohl nicht so wörtlich genommen. Da kommen einfach ganz viele von den kleinen Köpfen, aber der Große quasi, keine Ahnung, befehligt alle.
So, dann auf dich von mir aus, wenn du mich lieber hier haben willst. Okay, dann halt wieder auf dich, wenn du mich lieber hier haben willst. Dann halt wieder auf dich, wenn du mich lieber hier haben willst. Das habe ich beim ersten Mal schon festgestellt. Ich bin hier tatsächlich beim ersten Mal verreckt. Und habe dann festgestellt, dass die beiden uns schön von links nach rechts ziehen. Und dabei irgendwie das Angreifen ein bisschen vergessen. Was ich ganz praktisch fand. So, erster weg. Auf den zweiten. Und nochmal. Denn die Magie brauche ich für den Großen nicht wirklich. Ciao. So, Großer. Wir kommen. Wie gesagt, entweder habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt oder die Verzögerung, zumindest bei diesem Spiel hier, ist in PS Now fast nicht mehr wirklich spürbar im Vergleich zu dem, was ich bei Evolve gespielt habe. Bei Evolve habe ich auch den direkten Vergleich, weil ich die PS4-Version von Evolve auch hier habe. Und da ist der Input-Lag eigentlich nicht spürbar und in der PS4-PS-Now-Version zumindest, die ich hier gespielt habe, ging das wirklich nicht so schön. Also man konnte es spielen, gar kein Ding, also besser als gar nichts auf jeden Fall. Aber es war auch nicht so, dass ich sagen muss, hey, das war jetzt sehr angenehm. Also es geht besser, sagen wir es mal so. Und dieses Viech hier ist sehr nervig, weil der Kampf sehr, sehr lange dauert. Und das Problem ist, es dauert, ist nicht seine richtige Lebensleiste. Wow, das habe ich komplett verkackt. Da unten ist nicht seine richtige, also ist zwar seine richtige Lebensleiste, aber man muss sich eine bestimmte Anzahl an Leben abziehen. Daraufhin kann man ein Quicktime-Event starten. Und dann regeneriert er sich einfach wieder. Und das ist mega nervig. Ich dachte, es wäre jetzt schon so weit, dass das erste Quicktime-Event startet. Also dieser Kampf wird mir persönlich einfach ein bisschen zu lang und ist dafür irgendwie zu wenig fordernd. Denn das war Nummer 1 und das dürfen wir jetzt ganze dreimal machen. Ich glaube sogar viermal. Also beim vierten Mal ist dann Schluss. Ja, wie ich genau reingerollt bin. Normalerweise schnappst du doch immer dahin, wo ich stehe. So. Und Nummer 2. Gemacht, weil ich es lange gedrückt gehalten habe, wahrscheinlich. Und Nummer 3. Hallo, ich drücke Kreis. Ich glaube, er ist auf uns draufgefallen. Das war unpraktisch. So, jetzt haben wir hier einen schönen, spitzen, kleinen Stab gebildet mit dem Fahnenmast. Ich bin der Meinung, die Hydra sollte sich den mal etwas genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob die derselben Meinung ist, aber ich finde schon. Und wie gesagt, der Kampf ist ziemlich, zieht sich ziemlich in die Länge, vor allem als ich das erste Mal gespielt habe. Und bei weitem nicht so viel getroffen habe und bei weitem nicht genau wusste, wie ich ausweichen soll. Er hat uns jedes Mal erwischt mit dem Zuschnappen, oder nicht jedes Mal, aber oft. Und danach wird man halt so weggesteuert und kann ihm dann keinen Schaden machen. Das zieht sich dann schon unnötig in die Länge, wie ich finde. Aber man will ja auch gerne fordernde Bosskämpfe und das ist einer, den man erstmal lernen muss und dann geht es deutlich schneller.
Und weg mit dir. Ich sagte, du wolltest dir diesen schönen Mastodon doch nochmal etwas besser und genauer anschauen, meinte ich, oder? Dann guck mal, der ist ganz schick. Wie gesagt, ich hatte die Geschichte mit der Hydra irgendwie anders im Kopf. Aber wer weiß. Hilfe! Götter, helft mir! Keine Ahnung, wie du das überlebt hast und immer noch hier hängen kannst, während das mich die ganze Zeit rumgefackelt und rumgeschlagen hat, aber okay. Danke! Den Göttern sei Dank für deine Hilfe! Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin ja nicht mehr so ganz in God of War drin und auch, dass ich die letzten Teile gespielt habe, wie gesagt, war glaube ich 2012 oder 13. Ich weiß nicht mehr, wann Ascension rausgekommen ist. Da muss ich die anderen beiden Teile ja gespielt haben. Also Ascension und und Chains of Olympus. Aber warum? Also hat das einen Grund? Ich meine, wäre das jetzt so ein Akt gewesen, den einfach noch Zentimeter nach oben zu ziehen? Weil ich meine, was genau fangen wir jetzt mit dem Kapitänskajütenschlüssel an? Wir retten damit die Frauen. Okay. Warum retten wir den Typen dann nicht auch? Okay, wir haben auf jeden Fall das zweite Skorbonenauge erhalten. Und dieses Seil habe ich beim letzten Mal tatsächlich ewig gesucht. Ich bin den ganzen Weg wieder zurückgerannt und was weiß ich. Ich wusste einfach nicht, dass ich hier lang soll. Das war nicht so schön. So, vorsichtshalber mal speichern, denn bei PlayStation Now muss ich auch dazu sagen, um halt den Server nicht unnötig stark zu belasten, gibt es bei PlayStation Now die Funktion, sobald du, ich glaube, 10 Minuten lang keinen Input gemacht hast, eine Minute vorher wirst du noch gewarnt und erzählt einen Timer runter. Solange du 10 Minuten keinen Input gemacht hast, beendet dein Spiel sich automatisch, um eben Serverlast zu sparen. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie länger aufs Klo müsst, was länger als 10 Minuten dauert oder sonst irgendwas vorhabt, nehmt den Controller mit und drückt eine Taste oder stellt auf jeden Fall sicher, dass bevor ihr irgendwie eine Pause einlegt oder sonst irgendwas, dass ihr euch auf jeden Fall gespeichert habt. Denn wie gesagt, um eben Serverlast zu sparen, wirst du nach 10 Minuten automatisch rausgeschmissen und musst das Spiel neu starten, um eben Serverlast zu sparen. Ansonsten könnten halt zig Leute das, ihre Konsolen einfach über Nacht anlassen und würde halt die ganze Zeit das Spiel gestreamt werden, ohne dass sie das Spiel wirklich nutzen. Ist halt natürlich nur logisch, macht Sinn. Ich möchte hier natürlich, wie gesagt, nicht nur auf das Spiel God of War eingehen, was halt mittlerweile so alt ist, dass alle Leute, die sich dafür interessieren, das mittlerweile eh kennen, gehe ich mal zumindest von aus, sondern ich möchte hier natürlich auch auf PlayStation Now eingehen, weil es nun mal meine erste Erfahrung damit ist und sie tatsächlich, zumindest bei diesem PlayStation 3 Spiel hier, sehr positiv ist. Ich weiß nicht, wie viel das Abo im Endeffekt kosten würde, aber ich meine, irgendwas im Kopf zu haben von 60 Euro jährlich, also so viel wie PlayStation Plus. Kann mich auch ganz irren. Aber es gibt eine riesige Spielbibliothek und wenn alle PlayStation 3 Spiele so gut laufen hier und es ist wirklich fast verzögerungsfrei, dann bin ich echt am überlegen, ob ich mir das nicht ab und zu mal hole, wenn ich ein PlayStation 3 Spiel spielen will. Dann, keine Ahnung, wenn es da auch, keine Ahnung, für 5 Euro ein Monatsding gibt oder, keine Ahnung, ist ja meistens ein bisschen teurer, 7, 8 Euro ein Monatsding gibt. Und ich dafür halt auch PlayStation 3 Spiele habe, die ich gar nicht besitze, ist mir das deutlich lieber, als dass ich dafür extra meine PlayStation 3 aufbaue und mir irgendwie noch ein PlayStation 3 Spiel kaufe oder so. Wie gesagt, eure Internetleitung muss dafür natürlich gut sein und ihr müsst damit leben können, dass ihr leichte Inputverzögerungen habt. Also ein pixelgenaues Jump'n'Run ist damit wohl nicht möglich, würde ich einfach mal so behaupten. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ich glaube, man weiß, warum es ab 18 ist. Abgeschlachtet wie Tiere lagen die Opfer vor ihm. Ein Bild seiner Vergangenheit, der er nie entkommen konnte. Sein einziger Trost war die See. Endlos,
segelte er von Hafen zu Hafen im Dienste der Götter des Olymps, die seine einzige Hoffnung waren. Denn gleich wie viel Wein er trank oder wie viele Frauen sein Lager teilten, nichts in der Welt rettete ihn vor den Schrecken seiner Gedanken. Athene! Zehn Jahre, Athene! Ich habe den Göttern 10 Jahre lang treu gedient! Wann werde ich von diesen Albträumen erlöst? Eine letzte Aufgabe noch, Kratos. Deine größte Herausforderung wartet. In Athen, das mein Bruder Ares gerade belagert. Während wir sprechen, steht Athen vor der Zerstörung. Ares will meine große Stadt vernichten. Zeus hat den Göttern verboten, einander zu bekämpfen. Darum musst du es tun, Kratos. Nur ein Sterblicher, von einem Gott gelehrt, kann Ares schlagen. Und wenn ich das schaffe, meinen Gott zu töten, werden die Visionen dann enden? Erfülle diese letzte Aufgabe, dann wird deine Vergangenheit gelöscht. Hab Vertrauen, Kratos. Die Götter vergessen niemals jene, die ihnen helfen. Den verfaulenden Kadaver der Hydra zurücklassend, stach Kratos erneut in See. Seine größte Herausforderung und Erlösung von seinem zunehmenden Wahnsinn lagen vor ihm. Im alten Athen. Und in genau diesem alten Athen machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, falls ihr Fragen zu God of War habt und ich sie beantworten kann mit meiner Noobigkeit, weil ich die ja, wie gesagt, kaum gespielt habe und die anderen beiden Teile schon relativ fair sind, oder eben hauptsächlich, ich muss mal hier aus dem Bild gehen, weil ich glaube, ich muss hier was zensieren, oder eben auch Fragen zu PlayStation Now habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich, wenn dieses Video online geht, ist die PlayStation Now Beta-Phase auch schon vorbei. Die geht vom 11. bis 18. bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob andere Slots haben. Bei mir geht die PlayStation Now Beta-Phase, in der ich sie kostenlos nutzen kann, vom 11. bis zum 18. Und das heißt, in der Zeit werde ich es hoffentlich relativ häufig nutzen. Und in der Zeit natürlich dann auch nichts hochladen, weil ich habe Splatoon lange genug im Voraus aufgenommen und beim Hochladen wird natürlich meine Internetleitung belastet und dementsprechend würde dann Aufnehmen schlecht laufen und ich möchte, wie gesagt, die Zeit, die ich habe, eben nutzen, um so viel God of War wie möglich aufzunehmen. Und ja, dementsprechend wird dieses Video wahrscheinlich erst danach kommen, aber trotzdem, falls ich dann eure Fragen beantworten kann, denn wie gesagt, das Ganze ist für mich halt auch ein Test für PlayStation Now und um euch auch PlayStation Now näher zu bringen. Das ist keine Produktplatzierung oder sonst irgendwas natürlich. Ich erwähne das sau oft und es wirkt fast so, als würde ich Werbung dafür machen. Das gefällt mir einfach nur sehr gut. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Ich bin keine Größe, die irgendwelche Verträge mit irgendwen machen kann. Ja, trotzdem, ich wollte euch eigentlich nur sagen, es gibt wahrscheinlich nicht... Es ist sehr untergegangen in den Medien, dass dieses Beta-Programm jetzt hier läuft. Ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt und habe mich gerade noch so dafür bewerben können. Deswegen geht es wahrscheinlich vielen von euch genauso, dass sie eben von dem Programm gar nichts mitbekommen haben und es ist, denke ich mal, eine Sache, die bei uns in Europa bislang noch nicht so bekannt ist und deswegen habe ich einfach nur gedacht, falls es Fragen bei euch gibt, könnt ihr die natürlich gerne in den Kommentaren stellen. So, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.